Viele Menschen haben neben Mitgefühl Sorgen vor weiteren Anschlägen. Das ist verständlich. Denn in einer freiheitlichen Gesellschaft kann niemand eine Garantie dafür abgeben, dass es nicht mehr zu Anschlägen kommt. Niemand kann die absolute Sicherheit garantieren. Aber das uns Mögliche müssen wir tun. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, Sorgen zu überwinden und besonnen und zugleich entschlossen, Konsequenzen aus diesen Gewalttaten zu ziehen. Wir wollen in Zukunft das Instrument der Abschiebehaft für kriminelle Ausländer und solche, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, stärker anwenden. Wir brauchen Schnellverfahren für straffällige, ausreisepflichtige und ausländische Gefährder.